Freundin ging eines Morgens zur Schule. Er sah eine hübsche Lady und blickte ihr nach. Deshalb merkte er nicht, dass er auf ein großes Loch zufiel. Er fiel immer noch glotzend in die Grube. Als wäre das aber nicht schlimm genug, kam diese Frau auch noch an den Rand des Loches. Sie beugte sich darüber und Kevin hatte ein Busenpanorama. Deswegen bekam er eine Latte. Die Frau beschimpfte ihn dann als Perversling und anstatt die Rettung zu rufen, ging sie einfach weiter. Ich war natürlich dabei und deshalb rief ich die Rettung. Später stellte sich heraus, dass sein Becken gebrochen war. Es sah total lustig aus mit seinem Gips. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder peinliche Geschichten, diesmal aber aus einer anderen Perspektive. Wie ihr seht, ich dachte, ich flüchte mal einfach aus der normalen Perspektive in diese hier rein. Die heutigen Geschichten sind natürlich wieder von euch eingesendet und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Los geht's. Diese Geschichte passierte nicht mir, sondern einem Freund. Ja, natürlich. Nennen wir ihn einfach mal Kevin. Was Besseres ist dir nicht eingefallen, ne? Kevin ging eines Morgens zur Schule. Er sah eine hübsche Lady und blickte ihr nach. Deshalb merkte er nicht, dass er auf ein großes Loch zufiel. Er fiel immer noch glotzend in die Grube. Als wäre das aber nicht schlimm genug, kam diese Frau auch noch an den Rand des Loches. Sie beugte sich darüber und Kevin hatte ein Busenpanorama. Deswegen bekam er eine Latte. Die Frau beschimpfte ihn dann als Perversling und anstatt die Rettung zu rufen, ging sie einfach weiter. Ich war natürlich dabei und deshalb rief ich die Rettung. Später stellte sich heraus, dass sein Becken gebrochen war. Es sah total lustig aus mit seinem Gips. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen muss, aber stellt euch einfach mal jemanden vor, der so wirklich, keine Ahnung, was für ein Gips hat man, wenn man sein Becken gebrochen hat? Das muss ja aussehen wie so eine steife Windel. Armer Kerl. Okay, die erste bzw. zweite Geschichte. Also, ich wollte dir schon immer eine peinliche Geschichte schicken, hatte aber nie eine, die nun ja, nun mal wirklich diesen Clemens Alive Peinlichkeitsniveau erreicht hat. Und mir wäre es lieber, wenn ich immer noch keine hätte. Also, ich bin 14 Jahre alt und wie das so ist, hatte ich keine Lust, 2 Lektionen lang zu turnen. Also, wahrscheinlich ist das wieder irgendein Österreicher oder so. Wo sagt man denn Lektion? Das heißt Unterrichtsstunde oder Stunde. Aber doch nicht Lektion. Da ich aber eine Woche zuvor eine Mandelentzündung hatte und ich heute ziemlich, nennen wir es mal, fertig aussah, sah ich die Chance, mich vom Turnunterricht loszureißen. Mein Kumpel, nennen wir ihn mal Hans, und sein bester Freund, nennen wir ihn mal Horst, und dann noch ein anderes super beliebtes Mädel, nennen wir sie mal Helga. Konnten auch nicht mit turnen. Wir wurden in den angrenzenden Geräteraum geschickt, um dort Hausaufgaben zu machen, was wir natürlich auch gemacht haben. Nun ja, die erste Lektion war noch ziemlich okay. Ich und Hans sind halt auf einem Stapel Matten rumgesessen und haben irgendwas gequatscht, während die anderen beiden im Geräteraum rumgeklettert sind. Nun muss man dazu kurz erklären, wir haben 4 sehr große und dicke Matten, sogenannte Elefantenmatten, die senkrecht auf jeweils 2 Gestellen mit Rollen stehen. Die beiden sind schon vorher die ganze Zeit dazwischen verschwunden. Jetzt kommt's. Horst kam irgendwie auf die Idee, das Licht auszumachen, was ich erst noch ganz cool fand, weil es halt irgendwie so dunkel war und so. Nun ja, Horst und Helga verschwanden wieder zwischen den Matten und ich und Hans dachten uns nichts weiter dabei. Wir redeten halt noch ein bisschen, bis er mir sagte, still zu sein. Wir hörten dann auf einmal höchst seltsame Geräusche. Ich habe zuerst gedacht, Hans übertreibt, doch die Geräusche und die Wörter, die in seinem Gebrauch waren, ziemlich eindeutig. Ich weiß immer noch nicht genau, was sie da genau gemacht haben, doch Hans versicherte mir, dass Helga Horst einen geblasen hat. Jedenfalls saßen wir die ganze restliche Lektion da. Hans total geschockt und ich bekam abwechselnd Hust- und Lachanfälle. Wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, kommt es mir noch ekliger vor. Alter, wir waren da und nur 1 Meter entfernt und wir haben alles gehört. Wie kann man denn nur so bescheuert sein? Naja, das Endergebnis war dieses Tages, dass Hans einen Freund weniger hat und ich endlich eine peinliche Geschichte habe, die ich dir schicken kann. Yay! Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz krass dafür. Alter, mit 14 geht man doch nicht in den Geräteraum und bläst irgendwie einem Klassenkameraden ein. Vor allen Dingen nicht zwischen den Matten und schon 2-mal nicht, wenn da Leute nebendran sitzen. Was ist denn los mit euch? Immer diese Österreicher! Glaube ich. Hoffe ich. Sonst habe ich gerade außersehen die Österreicher umsonst beleidigt. Und ich mein's ja gar nicht böse, glaube ich. Hoffe ich. Nein, Spaß. Hey, jetzt mal ohne Scheiß. Was denkt ihr euch eigentlich, wenn ihr sowas macht? Hä? Was denkt ihr euch? Ich weiß, ihr seid in der Pubertät, es ist nicht ganz einfach, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass man jetzt hier wildfremden Leuten einfach immer entblasen muss. Und vor allen Dingen heißt es nicht, dass man das auch noch wegen dem Unterricht tun muss. Diese Jugend! Was habe ich nur in meiner Erziehung falsch gemacht? Ich habe noch gar keine Kinder. Das ist ein anderes Thema, okay? Wer von euch auch schon mal mit 14 jemandem im Geräteraum eingeblasen hat, der drückt jetzt mal bitte einen Daumen nach unten für dieses Video. Schämt euch. Und wer es nicht getan hat, drückt einen Daumen nach oben. Fertig. So. Kommen wir aber lieber zur nächsten Geschichte, bevor ich mich hier noch total aufrege. Hi Clemens, ich habe hier eine echt peinliche Geschichte, die mir mit 14 Jahren passiert ist. Und zwar in diesem Winter. Ich war im Skilager und meine Freunde und ich sind halt in der Gondel ins Tal gefahren. Wie in jedem Skilager haben wir uns in eine Geschichte ausgedacht, in der jeder seine eigene Rolle hatte. Ich war ein Sternchen am Pornohimmel. Und eine Freundin war die Pornoproduzentin. Auf der Talfahrt haben wir uns dann darüber unterhalten, welche Story unser nächster Porno haben wird. Was wir nicht bemerken war, dass ein junges Paar mit Baby in der ersten Zwischenstation zustieg. Wir unterhielten uns also darüber, als ob wir vielleicht ein Percy Jackson Porno drehen wollten. Die Familie neben uns, die wir nicht bemerkt hatten, hörte uns zu, aber sagte nicht. 15 Minuten später erreichten wir die nächste Zwischenstation. Die Frau hob ihr Kind hoch und verließ die Gondel mit hochrotem Kopf. Ihr Ehemann folgte ihr,
drehte sich aber noch mal um und fragte uns, wo finde ich eure Pornos, fragte er. Aber A, antworteten wir nicht, weil uns die Situation einfach viel zu peinlich war. Und B, schlossen sich die Türen. Die ersten 5 Minuten verbrachten wir schweigend mit hochrotem Kopf. Danach brachen wir in Gelächter aus. Unten angekommen, fragte der Rest der Gruppe, was zur Hölle mit uns los war. Wir brachten nur 2 Wörter vor lauter Lachen hervor. Porno und Kleinfamilie. Stellt euch vor, da sitzen 2 Mädels, die einfach überhaupt nicht mitbekommen, dass neben ihnen wirklich die Familie sitzt. Ja gut, warte mal, dann machen wir das so. Also, erstmal holst du ihm halt so einen runter, ne? Dann bläst du ihm ein, aber dann so nach 3-4 Minuten kannst du ihn dann auch einmal anal nehmen. Na, das ist, ich glaube, das kommt ganz gut an, gerade so bei der Zielgruppe zwischen 20 und 25. Und ja gut, dann hat er bestimmt so ein bisschen Dreck am Stecken. Das kannst du dann so ein bisschen verteilen über deinen Körper so. Einfach indem du halt so sein Dingens nimmst und dann halt so da drüber reibst. So, dann kann er dich nochmal anpinkeln, dann halt nochmal weitervögeln und irgendwann, ja gut, dann kommt er halt irgendwie so in deinen Mund oder so, keine Ahnung, ist dann bestimmt eh noch ein bisschen Kacke dran. Ich denke, das kommt ganz gut, also genauso machen wir das. Und der Typ dreht sich einfach nur so um. Yo, sag mal, meine Frau, die darf das jetzt nicht hören, aber wo finde ich denn eure Pornos? Ha? Ah, was für eine kranke Welt. Ich habe noch eine Geschichte für euch. Dieser... Also, es war vor etwa 7 Jahren, als ich gerade mal 11 Jahre alt wurde. Also ist der Typ heute 18. Meine Eltern schenkten mir zum Geburtstag ein neues Fahrrad. Wichtig dabei ist, es war ein Mountainbike. Als 11-jähriger Knirps war das natürlich der Hammer. Weswegen ich natürlich schon am nächsten Tag auf eigene Faust eine Fahrradtour durch die Nachbarschaft machte. Auch wichtig zu erwähnen ist, dass am besagten Tag die Straße vor unserem Haus ausgebessert wurde und auf einigen Straßenabschnitten leichte Bauplatten mit Sand darüber lagen. Relativ schnell habe ich dann bemerkt, wie cool es doch ist, auf diesen Platten zu bremsen und von dem Sand noch etwas weiter nach vorne getragen zu werden. Ihr kennt die vielleicht, wenn da irgendwo so ein Rohr ausgehoben wird. Also wenn da so eine Grube auf der Straße gebuddelt wird, wo halt irgendwie so Wasserrohre oder so drin liegen, wo die ausgebessert werden oder allgemein alles, was unter der Straße so liegt, da legen die immer über dem Fußgängerstreifen so als kleine Brücken diese Sperrholzplatten, die ja auch sogar noch irgendwie lackiert sind sie nicht, aber auf jeden Fall sind sie arschglatt oder sagen wir so, zumindest sind sie nicht antihaft beschichtet, sodass sie, naja, sobald da eben ein bisschen Wasser drauf ist oder Laub oder Sand, werden die Dinger arschrutschig. Auf lange Sicht war das dann aber doch keine so gute Idee. Denn schon beim 2. Slide verlor ich durch die geringe Fläche der gerillten Mountainbike-Rades auch das Gleichgewicht und landete mit 15 km/h voll auf der Seite. Wobei die Kette absprang und sich das Zahnrad in meinem Fuß verhakte. Ahahau. Total erschrocken blieb ich da erstmal eine Weile mit aufgerissenem Bein liegen, bis ich bemerkte, dass auf der anderen Straßenseite einige Jugendliche standen, die mich auslachten. Ich wollte einfach nur weg, also stieg ich wieder auf mein Fahrrad, ignorierte die Schmerzen und fuhr los. In meiner Überheblichkeit bin ich aber beim anliegenden Kreisverkehr ein paar Meter weit in die falsche Richtung eingebogen und wurde von einem Lieferwagen angefahren. Das Ende vom Lied waren eine Fleischwunde am Fuß, mehrere Schürfwunden an Armen und Beinen, 2 gebrochene Rippen und ein platzgewalztes Mountainbike. Zwischen diesem Tag und heute bin ich noch ungefähr 10 Minuten mit dem Fahrrad gefahren, mehr nicht. Das ist eigentlich gar nicht so lustig, aber irgendwie ist es halt doch lustig. Ich meine, dem armen Kerl ist ja nichts passiert, also er lebt heute noch, wollte ich damit sagen. Okay, meine Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert mal den Kanal. Wir sehen uns dann wieder morgen. Bis dahin, macht's gut, rein. Ciao und bis dann. Hey Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr jetzt noch weiter gucken wollt, dann klickt links unten für das letzte Video oder klickt rechts unten für meinen Gaming-Kanal. Außerdem könnt ihr den Kanal noch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, rein. Ciao und bis dann.